ihr wollt wissen, was ich so esse, dann seid ihr genau richtig hier. Und euch ein bisschen inspirieren lassen von was für Riegel ich lecker esse und gerne esse. Das Video ist ein ganz kleines bisschen, was heißt unterbrochen, aber nicht, dass ihr euch wundert, sondern bei den ersten zwei Tagen danach kam eine vegane Woche. Die könnt ihr euch natürlich auch nochmal anschauen, da habe ich nämlich auch das Food Diary, also habe ich Videos zu. Und was ich da gegessen habe. Und danach, als es wieder unvegan weiterging, und ja, also an dem einen Tag war es echt ganz schön viel, ist mir dann im Nachhinein aufgefallen. Aber ja gut, wenn man einen Tag mal halt so viel mehr isst, ist es jetzt auch nicht so schlimm, da passiert auch nichts bei. Von daher, ja, guckt es euch einfach an, habt Spaß damit und ja. Breakfast Bowl, ja, gibt es jetzt hier wieder meine verschiedenen Cremes. Einmal so Kokoscreme, dann Bärencreme, Sojajoghurt, also eh auf Basis von Sojajoghurt alle. Dann noch mit diesen Seitenbacher-Dingern und dann noch lecker einen Proteinriegel dazu. Ja. So, dann 3-Zutaten-Kuchen, der leider nicht so gut gelungen ist, aber das ist Sojajoghurt, Beeren und Vanillepuddingpulver. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen mehr Puddingpulver nehmen nächstes Mal. Aber es ist sehr lecker geworden. Also ja, es ist mega einfach. Das Rezept habe ich gleich mal bei Instagram gepostet. Aber ja, wie gesagt, es ist nur Puddingpulver, Vanille, Sojajoghurt und Beeren. So, mein Sammelsurium von Riegeln. Ja, so sieht irgendwie Real Life aus, wenn ich keinen Bock habe, meinen Teller zu rüsten. Quinnenwald, Kokosnuss. Dann richtig Kokosnuss inspiriert hier. Designer-Kokosnuss. Das ist One da unten. Und dann auch hier ein Raw Bite mit Leimsorte. Ein bisschen erfrischend und ein bisschen Schoki. Tja, und mein Lieblingsabendessen bleibt einfach immer eine Poke Bowl. Genau, hier wieder mit Lachs, rote Beete und Kimchi und Seetang und Masago. Also das sind so Fischeier. Und dann noch eine leckere Peanut-Soße, obwohl ich alle Soßen da so feiere. Ja, die sind einfach unglaublich lecker. Vor allem nehme ich die immer to go, weil ich mir ja schon mal ein bisschen früher hole am Nachmittag und nicht, dass es immer so durchsutscht. Dann habe ich immer noch ein bisschen Soße übrig, was ich danach immer noch mal mit Gemüse essen kann. Oder halt am nächsten Tag und das ist immer richtig gut. Wieder Night Snack vom Feinsten. Ja, ein Riegelmix. Einmal ja, diesen Cookie Cat. Die dort finde ich auch richtig lecker, wenn man so ein bisschen Erfrischendes mag. Dann die veganen Riegel, an die habe ich mich ja echt gewöhnt. Meine Lieblings-Hay-Sorte immer noch. Dann Raw Bite mit Protein. Und hier lecker Erdnuss-Meersalz-Schokolade. Darunter natürlich noch eine Tonne Beeren. Ein Breakfast Bowl vom Feinsten. Ja, hier wieder meine Düsis oder Saltos, wie die heißen. Von Seitenbacher, dann ein Proteinriegel, dann noch ein Proteinriegel, also das ist so ein natürlicher Proteinriegel, das ist keiner. Dann ein bisschen Schokolade und noch ein bisschen Fruchtriegel und darunter noch leckere Beeren, obwohl schon echt fast alle leer sind. Boah, ich bin die ganze Zeit am Beeren futtern, bisschen Bauchschmerzen, man hört da zwischendurch. Ja, gut, aber was soll's, die guten Vitamins. Und jetzt gibt es hier so einen Matcha-Joghurt, auch aus dem Café. Richtig, richtig cool. Der ist irgendwie selbst gemacht mit so Früchten drin und Nüssen. Also so voll fancy. Richtig, richtig gut. Der schmeckt auch echt lecker, obwohl ich ja Matcha eigentlich gar nicht so mag, aber das schmeckt man gar nicht raus. Okay, und was in diesem Video, glaube ich, auch nicht zu kurz kommen wird, sind Riegel. Darauf werde ich mich, glaube ich, immer wieder zurückretten. Wenn ich sonst nichts finde, gibt es leckere vegane Riegel. Also ich muss ja echt sagen, ich liebe ja, aber es gibt ja eh solche Riegel schon. Und ja, das Beste ist, die sind noch vegan. Und ja, deswegen gibt es jetzt erstmal Zeit zwischendurch. Zum Abendessen gibt es hier lecker Poke Bowl mit Tofu, Avocado, Seaweed, Masago, Edamame und Maloa-Soße, die ist auch echt richtig gut. Ja, genau. Fein, oder? Doch, doch. Boah, ich weiß mal gar nicht mehr, was ich noch sagen soll bei meinen Bowls, außer dass die geil sind. Okay, perfekter Night Snack aus dem The Reed in Berlin. Das ist hier so ein gesundes Tiramisu, so geil. Dann ein Proteinriegel, also sie machen das halt alles selbst. Und hier noch so ein richtig geiles Blätterteiggebäck mit Vanille gefüllt. Okay, muss ich da noch irgendwas zu sagen? Wie geil ist das bitte?
Breakfast ist jetzt mal wieder eine leckere Bowl. Hier zwar auf Quarkbasis wieder mit Whey, dann hier so Forever Beautiful Pulver, das ist ein Superfood-Mix, der mir echt sogar mal richtig gut schmeckt. Mir schmecken sonst so Mixes nie, aber der schmeckt mega lecker. Und genau, dann hier noch ein bisschen Riegel, ein paar Saltos und noch richtig geil hier so ein Mandelbällchen aus einem Café. Das sind so fester, ich weiß gar nicht, haben bestimmt auch irgendeinen Namen, ist glaube ich irgendeine Spezialität aus irgendeinem Land, aber es ist mir egal, es ist lecker. Auch heute dürfen natürlich die kleinen Snacks nicht fehlen, was wäre ich bloß ohne meinen Riegel? Ja, einmal Raw White Kakao, habe ich schon dezent genascht von, dann ein Cookie Cat Vanilla Chocolate Chip. Die sind auch so geil, auch vegan. Und überhaupt meine ganzen Riegel, wisst ihr eh, habe ich vom Proteinprojekt. Ey, das könnte ein Werbevideo für die werden. Aber ist es nicht. Genau. Deswegen, ja, ich liebe es, dass es halt so gute vegane Riegelvarianten gibt. Es ist mal wieder Riegelzeit. Ja, hier haben wir dann meinen Favorite Riegel. I'm Designer Bar. Und ja, ich weiß, diesmal sind es mehr proteinlastige Sachen. Ja, ich habe heute kein Date mehr, also ich darf pupsen. Sorry. Ja, mit Chocolate Crunchies, hier so Mandelball und noch ein bisschen Peanut Butter Powder. Das löffel ich übrigens auch einfach so, weil ich das irgendwie geil finde. Ja. Heute mal ein Salat von ganz woanders, von The Fresh Seeds in Berlin. Also kann ich so empfehlen, seht ihr mal, wie riesig dieser Salat ist. Und das war, also ich kenne, ich esse ja viel sowas und ich konnte mir so viel Toppings und alles aussuchen und habe für 10 Euro und noch zwei Dressings dazu. Also so unfassbar gut. Also das kriegt man nicht so günstig in Berlin sonst. Genau, mit Avocado, Thunfisch, Sushi-Ingwer, Brokkoli, Rotkohl. So geile Sachen einfach. Und dann habe ich hier so ein Hummus-Dressing und ein Kokos-Joghurt-Dressing. Die machen noch alles selber. Also da bin ich jetzt mal echt gespannt drauf. Und ich glaube, da werde ich öfter mal bei stöbern. Okay, die Kuchenliebe schlägt zurzeit wieder komplett durch. Ja, hier ein Stück Käsekuchen. Wieder aus einem Café von Sean's Kitchen. Da war ich das erste Mal jetzt. Richtig, richtig lecker. Also mega gut. Vor allem dieser Zwetschgenkuchen. Boah. Dieser Tartboden, der ist super gut und die sind auch hausgemacht dort. Also sehr zu empfehlen. Dann hier noch Protein-Schokokrossis und ein Protein-Riegel. Meine vegane Woche ist vorbei. Wenn ihr euch fragt, was ich da so gegessen habe, da habe ich ein paar Videos zu. Guckt gerne mal vorbei. Und die breche ich jetzt erstmal mit dem Frühstück. Und das ist ein Apfelkuchen und ein Franzbrötchen hier aus dem Café, Jazz Up Café heißt das. Das ist so geil. Die haben so leckere Sachen. Da hatte ich auch veganen Streuselkuchen her. Und ja, jetzt gibt es aber erstmal. Oh mein Gott, jetzt gibt es erstmal hier die geilen Joghurt-Gums. Die hatte ich mir für meine vegane Woche gekauft. Und ich konnte sie nicht essen. Mir fiel es so schwer, sage ich euch. Aber jetzt. Jetzt gibt es sie. Das ist ja einmal fast die halbe Packung schon. Sieht immer gar nicht so viel aus. Das sind jetzt 120 Gramm. Und ja, das lasse ich mir schmecken. Also mal eine Mittagsbowl, nachdem es ja heute Morgen Kuchen gab, gibt es jetzt hier meine leckere Haferflocken, Müsli, Kokosmehl, Bowl mit verschiedensten Sachen. Also einfach so normale Porridge, dann ein bisschen Kokosmehl mit Kokosmilch gemischt, mit Kokosblütenzucker noch, mit Leinsamen, dann hier noch Müsli eingeweicht, Trockenfrüchte und diese geilen Schokodrops. Okay, und nachdem ich so lange wieder stehen musste, gibt es dann noch die restlichen Joghurt-Gums. Ja, musste einfach sein, weil, ja, die sind so geil. Und wenigstens sind sie Veggie, das muss man ja schon sagen. Übrigens, vielleicht seht ihr, meine Liebsten sind die ganz roten. Ja, sind ja gerade irgendwo. Genau, die Kirsche. Ja, Kirsche ist das Beste. Nee, Heidelbeer ist das sogar. Ja, Trottelchen. Ah ja, doch, Kirsche und, genau, Kirsche und Heidelbeere. Und am wenigsten mag ich die hier. Aber sind auch in Ordnung. Okay, richtiger Kuchentag hier heute. Jetzt gibt es hier noch so einen Brownie. Der ist auch so lecker. Ich habe schon die Walnüsse abgepickt. Ja, also was soll ich da noch sagen? Ein Brownie mit drei Datteln. Ja. Ich habe mir gerade Salat bei Stadtsalat bestellt.
und mehr dazu. Und auch diese Energy Bars von denen sind auch so lecker. Sind halt richtig, richtig geil. Aber ja, den halt selbst gemacht von Schatzsalat. Aber so lecker. Das ist mal eine Tüte. Nochmal. Es ist wieder Salatzeit. Ja, zwischen Stadtsalat so einen richtig geilen Salat mit zusammengestellt mit Erbsen, Parmesan, dann Erbsenpesto, Hummus und dann noch das Gurke-Tahin-Dressing. Und ja, also wirklich super Salat dort. Night Snack Time vom Feinsten. Wieder zwei Proteinriegel. Heute habe ich wieder ein bisschen übertrieben mit Riegeln. Sorry. Einmal Chocolate Crunchy und Hazelnut Nougat. Und dann ein Raw Bite mit Kokosnuss. Und so lecker hier aus dem nah am Wasser einen Nuss-glutenfreien Schokoladentartkuchen. Alter, so geil. Ich habe natürlich schon gekostet. Einfach ein Träumchen. Wie geil sehen bitte mal diese Schokotrops aus, wenn sie einweichen, vor allem schmelzen. Ja, auf verschiedenen Porridge-Sorten, Müsli eingeweicht, darunter sind noch Trockenfrüchte, die noch in Kokosmilch einweichen und da eine Birne. Ja, schnell, aber lecker. Dann sind wir wieder Riegelzeit. Wow, ihr habt zumindest, oder? Ja, einmal hier den Coconut Almond, dann hier ein Energy Ball. Dann noch ein paar Datteln und noch ein Heber. Und was ich als Snack richtig gern habe, sind von Heimatgut hier diese Kokoschips. Die sind halt mega kross. Also die sind nicht so watschelig, sondern halt echt ziemlich kross und dadurch echt lecker. Wow, was haben wir denn eine Schönheit von Abendessen? Wir haben ein Stück Hähnchen gebraten. Oder eher gesagt, im Ofen mit Öl mariniert und dann einfach zu dem Ofengemüse reingeschmissen. Mit Zudels, dann Hefeflocken und Mayonnaise. Wow, das nenne ich mal eine Kombi. Und jetzt gibt es noch ein leckeres Nachtisch, einen Proteinriegel, dann drei von diesen Kokos Energy Balls, noch ein paar Pflaumen, Datteln und ja, wieder ein Nussmus mit noch ein paar Nüssen und Schokotrops. Ja, ein sehr leckeres Dessert. Und was ihr wissen wolltet von mir, wie viel ich im Monat so oder in der Woche für Essen ausgebe. Also die Sache ist, seitdem ich Blogger bin, muss man halt einfach sagen, ich habe ja wie gesagt die App, mit der ich mir umsonst was zu essen holen darf, wenn ich Werbung mache. Und da ist es echt nicht mehr viel und dann habe ich halt die coole Food-Kooperation. Und mir tut es immer voll leid, das zu sagen, weil ich halt selber weiß, wie teuer das immer war. Oder ich habe halt so zwischen 200 und 300 Euro im Monat ausgegeben für Essen. Manchmal auch ein bisschen mehr, weil ich halt schon auch viel esse. Ja, also wie gesagt, ich finde es halt für mich ist echt praktisch, dass es nichts kostet oder dass ich so wenig ausgebe. Aber mir tut das irgendwie immer so ein bisschen leid. Also oh, das ist total doof, wie ich das sage, sorry. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So. Aber ich arbeite auch für. Ich filme mich auch mein Essen und dies, das. Ja, so. Ende der Geschichte. Stellt mir eine neue Frage und dann wartet aufs neue Food Diary. Und habt Spaß und folgt mir und liked mich. Schenkt mir Liebe.